Anwälten für unsere Belange insgesamt einsetzt, die steckt unheimlich Zeit in diese Sache hineinbringen. Aber jetzt weiß ich nicht, wenn ihr mal einen Blick zum Bahnhofsturm werft, dann werdet ihr sehen, der Turm steht schiefer als am Samstag. Das ist das Ergebnis der Stimmen, die sich auf eine Seite hin verlagert haben. Aber die Frage bleibt immer, Eisenfehle oder Eichenfehle? Aber die alten Manuskripte sind in Sütterlin geschrieben. Und Eisen und Eichen liest sich ganz ähnlich. Aber dazu jetzt mehr von Hans Heidemann. Liebe Freunde und Mitstreiter für den Erhalt des Kopfbahnhofs, warum die Bahn sich weigert, die Gründung des Bahnhofsturmes festzustellen. Der Bahnhofsturm steht auf 290 Eichenholzfähren. So heißt es in der Festschrift der Bahn von 1987 zum 65-jährigen Jubiläum des Stuttgarter Bahnhofes. Und so stand es noch im Sommer 2010 auf der Internetseite der Bahn. Dann wurden plötzlich Eisenbetonpfähle da draus. Den Nachweis dafür ist die Bahn bis heute schuldig geblieben. Lügenpfad! 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 Bei der Schlichtung im November 2010 zeigte die Bahn eine Statik des Turmfundamentes von 1914, in der es heißt, die gesamte Turmlast von 10.300 Tonnen wird durch 289 Eisenbetonpfähle auf den Boden übertragen. Ein Beweis dafür, dass auch tatsächlich Eisenbetonpfähle eingesetzt sind, ist das aber nicht. Diese waren teurer als die damals üblichen Eichenholzpfähle. Zudem begann 1914 der Erste Weltkrieg. Eisen wurde dringender für Kanonen und Schlachtschiffe gebraucht. Die Pfahlgründung für den Stuttgarter Hauptbahnhof wurde 1914 und 15 von der Firma Weiß und Freitag ausgeführt. In einem Fachaufsatz darüber von Weiß und Freitag 1918 ist jedoch keine Rede von Eisenbetonpfählen. Wären diese hier tatsächlich eingesetzt, hätte man das sicherlich erwähnt, denn Weiß und Freitag hatte diese 1906 entwickelt und war Vorreiter dieser neuen Technik. Die hätte das gerne als Werbemittel benutzt. Auf deren Internetseite sind Eisenbetonpfähle 1906 in Stuttgart-Bad Cannstatt genannt und viele weitere in Norddeutschland. Der Stuttgarter Bahnhof ist nicht dabei. Auf Nachfrage konnte Weiß und Freitag die Lieferung von Eisenbetonpfählen für den Stuttgarter Hauptbahnhof nicht bestätigen. Belege darüber gibt es auch im Hessischen Wirtschaftsarchiv in Darmstadt nicht, welches die alten Unterlagen von Weiß und Freitag archiviert. Auf Bildern der damaligen Baustelle sind viele Holzpfähle zu sehen, aber keine Eisenbetonpfähle. Ein Bild zeigt, wie mehrere Männer einen Pfahl tragen, zweifelsfrei ein Holzpfahl. Sicherlich sehr schwer. Aber einen dreimal so schweren Betonpfahl könnten diese jedoch nicht heben. Dafür wären Hebezeuge und Transportwagen nötig, die aber auf der Baustelle nicht vorhanden waren. Also können hier auch keine Eisenbetonpfähle eingesetzt worden sein. Die von der Bahn bei der Schlichtung im November 2010 als Beweis für das Vorhandensein von Eisenbetonpfählen vorgelegte Aufnahme eines Probeschurfes am Südflügel von 1998 zeigt indessen keinen Eisenbetonpfahl, wie behauptet, sondern eine Pfahlkopfplatte. Diese damalige Beweisführung war eine bewusste Täuschung. War schon 1998 klar, dass die Gründung des bestehenden Bahnhofsgebäudes auf Eichenholzpfählen eine Grundwasserabsenkung nicht erlauben würde. Somit könnte der Tiefbahnhof ohne Abriss des Monatsbaus samt Bahnhofsturm als Wahrzeichen Stuttgarts gar nicht gebaut werden. Weil das aber politisch nicht durchsetzbar war, behauptet die Bahn seither, es handele sich um Eisenbetonpfähle.
denen eine Grundwasserabsenkung ja nichts anhaben darf. Was aber auch nicht stimmt, denn unabhängig davon, wie erbärmlich jetzt nach 100 Jahren deren Zustand wohl wäre, würde sich bei einer Wasserabsenkung die Festigkeit des umgebenden Erdreiches verringern und so auch Betonpfählen die notwendige Hartreibung im Boden verlieren und damit die Standsicherheit sowohl des Turmes als auch des Empfangsgebäudes in Frage stellen. Das erklärt nun, warum die Bahn sich beharrlich weigert, vor Baubeginn die Gründung durch einen Probeschurf nachzuweisen. Das würde den Abbruch des Vorhabens bedeuten. Werden Turm und Monatsbau aber erst während der Bauarbeiten am Tiefbahnhof baufällig, kann die Bahn das dann auf unvorhersehbare Bauzustände schieben. Turm und Monatsbau abreißen und durch einen seelenlosen Glaskasten ersetzen und den S21-Tunnelbahnhof fertig bauen. Übrigens weist der Turm auf der Seite zum abgerissenen Südflügel bereits einen sich langsam vergrößernden Längsriss von etwa 10 Metern Länge auf. Dies erfordert die sofortige Schließung des Turmvorhofs sowie das unverzügliche Einleiten von Sicherungsmaßnahmen. Die Bahnvertreter haben dies eisig schweigend zur Kenntnis genommen. Wir sind gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Ich habe eben mal um die Ecke geschaut, das ist nicht zu sehen, da steht kein Gerüst, da sind keine Sicherungsmaßnahmen eingeleitet. Die Bahn ignoriert das. Die will offensichtlich, dass der Turm umfällt. Erlaubt mir noch eine kurze Mitteilung. Ich werde am 9. Oktober, das ist Mittwoch übernächste Woche, in Ludwigsburg im Staatsarchiv Arsenalplatz 2 ein Lichtbildervortrag zum vertuschten Anfahrstörfall in unserem Atomkraftwerk Neckarwestheim halten. 19:30 Uhr, es würde mich freuen, viele von euch dort zu sehen. Vielen Dank.